Ja, ich bin euer Thunderhawk und ich bin hier gerade auf so einer kleinen Morgenrunde um die Bruchteiche. Ja, ich finde es immer schön, morgens so eine kleine Runde laufen zu können. Das ergibt sich meistens bei mir, wenn sonntags morgens, wenn ich dann auch entsprechend Zeit habe. Und dann geht es dann erstmal irgendwo ein bisschen raus, bisschen Bewegung verschaffen und danach ein schönes Frühstück. Gut, der eine oder andere sagen würde sagen, könnte ich nicht. Das ist reine Gewöhnungssache, würde ich mal behaupten. Also ich kann bei leeren Magen definitiv besser unterwegs sein als wie mit vollem Magen. Ja, ich bin mittlerweile am kleinen Bruchteich angekommen. Das heißt ja auch die Bruchteiche am Dippert bei Bad Zehlendorf. Das ist eigentlich so meine alte Hauslaufstrecke. Früher habe ich mal hier regelmäßig Walking betrieben, bis ich dann irgendwann ins Laufen gefallen bin. Gut, jetzt bin ich eigentlich vom Laufen immer noch viel zu schwer, aber ich sag mal so, durch den schönen Untergrund hier und durch die Strecke geht das. Ich brauche ja auch nicht mir so unbedingt die Mühe machen, einen auf Tempo oder sonst irgendwas. Hauptsache, ich bin in Bewegung, Hauptsache, es macht Spaß. Das ist eigentlich das, was letzten Endes zählt. Also ich bin immer glücklich, wenn ich am Ende wieder am Auto bin. Ja gut, ich bin nicht so wie ein paar Nordic Walkerinnen, die ich hier mal gesehen habe, die hinterher eine Runde Sekt schlürfen, brauche ich nicht. Ein Glas Wasser reicht. Was glaubt ihr, habe ich über diese kleine Steigung schon geflucht? Steigungen gehören irgendwie aber zum Laufen dazu. Es geht mal aufwärts, es geht mal abwärts, so wie es im richtigen Leben ist. Man hat irgendwie auch immer einen Blick für das, was um einen ist. Das Schöne an dieser Laufstrecke ist, man hat so schön toll unterschiedliche Streckenabschnitte. Wie jetzt dieses Teilstück, wo ich so ein bisschen durch so ein kleines Wäldchen laufe. Oberhalb von mir, da kann man auch gut laufen. Man muss nur sehen, dass man rechtzeitig einen Weg wieder nach unten findet, sonst kann man auch schnell mal in einer Sackgasse landen. Da ist auch ein altes Römerlager, besser gesagt, ein nachgebautes Römerlager. Also, es hat sich dann irgendwann mal erwiesen, dass das wohl nicht so ganz so echt sein sollte. Aber hier hinten ist wirklich sehr viel Natur, sehr viel Naturbelassenes. Also, es ist wirklich schön. Nur, ihr solltet es so machen wie ich, wenn ihr hier wirklich mal laufen wollt. Macht es früh morgens. Wenn es schön Wetter ist, ein schöner Tag ist, laufen hier Massen an Menschen rum. Also da macht es nicht so wirklich Spaß, weil ihr werdet alle 5 Meter ausgebremst. Selbst ich, der ich nun der langsamste Läufer hier im Umkreis bin, fluche dann schon ein bisschen. Also von daher, es würde sich dann schon empfehlen, den frühen Wurm zu suchen, um glücklich darüber zu sein, dass man die Strecke, wie ich jetzt gerade, für sich alleine hat. Ja, hier ist doch mal ein kleines Stück, wo ich mal ein bisschen leiser bin und gehe, weil hier brüten in der Nähe drumherum Schwäne. Und ich möchte die nicht so wie andere Leute gerne stören. Also da bin ich dann auch schon ein bisschen leiser, weil ich weiß, was hier los ist. Ich habe es auf einer anderen Seite der Strecke schon gesehen, dass die hier in der Nähe ihre Nester haben. Also da ist man dann schon ein bisschen respektvoll und lässt den Tieren ihren Raum. Nicht so wie es im Kurpark passiert, da ist auch ein schöner Teich. Ja, und da konnten die nicht so ganz versteckt parken. Und da sind natürlich ein paar dumme Jungs. Leider Gottes zu viel an Nest gegangen. Mittlerweile brüten die Tiere dort auch nicht mehr. Also insofern, es lohnt sich manchmal einfach die Augen aufzuhaben und sich lieber daran zu erfreuen und dann ein bisschen ruhig zu sein auf der Strecke. Also in dem Sinne ist das alles schon hier wunderschön heute Morgen. Ja, manchmal ist es nicht wichtig, welchen Weg man geht. Manchmal ist es eigentlich wichtiger, dass man sich überhaupt für einen Weg entscheidet. Egal welcher Weg einen einer Weggabelung bringt. Wichtig ist, dass man in Bewegung bleibt. Es ist fast wie beim Osterspaziergang von Goethe. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Alles fängt an hier zu blühen, alles fängt an zu grünen. Es ist wunderbar, dass man hier morgens unterwegs sein kann. Ganz entfernt tun irgendwelche Glocken von irgendeiner Sekte vor sich hin läuten und rufen ihre Jünger in die Messe. Alles in Ordnung, alles ist schön, alles ist ruhig. Ja, nun, und ich bin jetzt schon auf dem letzten Drittel meiner Strecke angekommen. Ja, und ich hoffe, es hat euch bisher alles so gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Ich ist eigentlich bei so einer Runde morgens dann nicht auch wirklich, welchen Teil des Weges man noch vor sich hat,
sondern eher das, was man schon hinter sich gebracht hat. Man fühlt sich wirklich gut hinterher und glücklich. Also ich für meinen Teil finde es heute wirklich sehr erbaulich, hier einfach mal unterwegs zu sein. In der Tat ist es bald geschafft. Also ich würde mal sagen, es sind noch so gut 200 Meter. Dann habe ich euch tatsächlich einmal mit um meine Bruchteiche genommen. Ja, Sonne ist jetzt mittlerweile auch richtig rausgekommen. So sollte es eigentlich auch sein. Ja, auf mich wartet dann an dieser Stelle dann gleich nur noch mal ein schönes Frühstück zu Hause. Nee, stimmt nicht. Ha! Ich habe ja noch in Abderode ein paar Dreharbeiten. Aber davon später, das werdet ihr die Tage dann irgendwann mal sehen, was ich da noch Schönes für euch gemacht habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie ich. Dass ihr genauso frisch, fit in den Tag gekommen seid. Wie gesagt, sich was Neues anzugewöhnen, es lohnt sich definitiv. Und ganz ehrlich, Laufen ist nicht schwer. Man muss einfach nur den ersten Schritt wagen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Thunderhawk. Sport!